Von den vielen verschiedenen Behausungen der nordamerikanischen Ureinwohner, die unsere Vorfahren Indianer nannten, ist uns das Tipi der Indianer der Great Plains und Prärien Zentralamerikas am geläufigsten. Da es einfach auf- und abzubauen war, war es die Behausung der Stämme, die den großen Bisonherden über das weite Land folgten. Spätestens seitdem die spanischen Entdecker vor 500 Jahren Pferde auf den Kontinent brachten, waren die Comanchen, Sioux, Cree, Blackfoot, Crow, Cheyenne, Kiowa, Arapaho und Atsina große Büffeljäger. Da diese Zelte aus schwerer, wasserdicht vernähter Bisonhaut bestanden, waren sie kleiner als später, als sie durch den Tauschhandel mit den Weißen durch die um vieles leichtere Baumwolle ersetzt wurden. In so einem großen Tipi fanden bis zu 20 Leute Platz. Ein Tipi ist die ideale Behausung für ein nomadisches Leben und bietet Schutz gegen alle Gewalten der Natur, aber nicht gegen die Kugeln des weißen Mannes. Bevor wir ein Tipi aufstellen können, müssen wir uns Stangen besorgen. Am besten, man fragt einen Waldbesitzer, ob man sich ein paar dürre Fichtenstangen herausschneiden darf. Beim Auslichten eines Bestandes müssen diese Bäume ohnehin entfernt werden. Wir stellen ein Drei-Stangen-Tipi auf und so brauchen wir drei Grundstangen und dazwischen jeweils zwei, drei oder vier weitere Stangen, je nach Größe des Tipis. Da so ein Bäumchen im dichten Bestand oft nicht einfach umfällt, zieht man den Stamm einfach in die nächstliegende Baumgasse. Die Stangen sollten etwa 1,50 Meter länger sein wie der Radius der Tipiplane. Beim Entasten immer die Äste auf der gegenüberliegenden Seite des Stammes abhacken, dann bleiben die Beine heil. Ebenso wie die Äste wird auch die Rinde vom dicken Ende der Stange her in Richtung Spitze entfernt. Wichtig ist, dass die Stangen nicht zu dick sind. Wenn die Stange etwa 1,50 Meter vor der Spitze noch 4 bis 5 cm Durchmesser hat, ist sie ideal. Die beiden Stangen für die Rauchklappenregulierung dürfen auch dünner sein. Dürre Fichtenstangen haben noch einen weiteren Vorteil. Sie sind harzfrei und können somit sofort verwendet werden. Zum gleichmäßigen Ablängen der Stangen bereiten wir uns eine Schnur mit Markierungen vor. Auch die Pflöcke aus Haselnuss, Weide oder Esche für die Außenhaut und das Lining bereiten wir in genügender Menge vor. Wir breiten die Tipi-Außenhaut in der Nähe des Ortes aus, an dem wir unser Tipi aufstellen wollen, und zwar mit der Innenseite nach oben. Wir können jetzt noch einmal nachsehen, ob der Stoff die Lagerung ohne Schaden überstanden hat. Eine Tipi-Haut muss trocken und vor Mäusen und Motten sicher aufbewahrt werden. Schon geringe Feuchtigkeit kann das Material unter Luftausschluss zum Schimmeln bringen. Dadurch wird das Material spröde und reißt. Auch eine Imprägnierung ist keine Versicherung gegen unsachgemäße Aufbewahrung. Eine Tipi-Haut aus Mischgewebe kann Benzol abgeben und ist daher eher bedenklich. Von unseren Stangen haben wir die drei kräftigsten für das Dreibein ausgewählt und legen zuerst die Nord- und die Südstange über die Mitte der Tipi-Haut. Wichtig ist, dass die dicken Enden eine Handbreit über den Stoffrand hinausragen. Dann legen wir quer dazu die Oststange darüber. Da das Tipi eine ovale Grundfläche haben wird, ist diese Stange ein gutes Stück länger als die anderen. Jetzt können die Leute nämlich ihre Schnur richten für die Stange. Dürfen wir mal durch? Da wir unser Tipi immer wieder auf- und abbauen, markieren wir unsere Stangen und kontrollieren deren Längen mit Hilfe unserer Markierungsschnur. Das stimmt.
richtig. Der stimmt auch. Das muss jetzt da in der Länge sein, von den zwei Stangen. Und das in der, ne? Ich meine, ich habe das jetzt ein wenig ab, ich habe da den Knoten. Aber das spielt keine Rolle, das stimmt. Das Ding mit Wader. Der Knoten, der die Stangen des Dreibeins zusammenhält, ist für viele das Herzstück des Tipi. Und es gibt verschiedene Methoden, um ihn anzubringen. Wichtig ist dabei, dass er sorgfältig angebracht wird und sehr fest hält. Die Schnur sollte lieber etwas zu lang sein, dass sie später um alle Stangen gewickelt wird und dann als Ankerschnur ihren Dienst tut. Wenn die Schnur doppelt so lang ist wie eine Tippistange, sollte das ausreichen. Ein kleines Tipi kann man eventuell alleine aufstellen, aber für ein großes sollte man schon zu zweit sein. Wir stellen die Süd- und die Nordstange auf den Südpunkt. Die Oststange, die links neben dem Eingang stehen wird, stellen wir auf den Ostpunkt. Dann richten wir die Stangen auf, eventuell mit Hilfe der Ankerschnur, und stellen die Nordstange auf den Nordpunkt. Später werden dann in das Dreibein die weiteren Stangen eingelegt, und zwar zuerst die Nordoststangen, dann die Südoststangen, jetzt die Weststangen und am Ende die Hebestange mit der Tipiplane. Spätestens jetzt müssen die Stangen von Rinde und Unregelmäßigkeiten befreit werden. Wir kontrollieren vor dem Einlegen der weiteren Stangen den Abstand der Stangen unseres Dreibeins, indem wir sie abschreiten. Jetzt legen wir die Stangen der Reihe nach in das Dreibein.
Dabei achten wir bereits darauf, dass die Enden am Boden ein Oval mit der Spitze nach Osten bilden. Diese Stangen können später noch etwas korrigiert werden, das Dreibein jedoch nicht mehr. Wenn die Stangen zu dick sind, tritt spätestens jetzt ein großes Problem auf. Wenn das Stangengerüst steht, wird die Ankerschnur ein paar Mal fest um die Spitze gewickelt. Wenn man an die Stangenenden Windbänder oder ein Stammeszeichen binden will, so muss man das vor dem Ausstellen gemacht haben. Als nächstes wird die Tipiplane an die Hebestange gebunden. Auch hier gibt es verschiedene Methoden, die alles eines gemeinsam haben. Die Stange muss eine Handbreit über den Planensaum hinausragen und der Knoten muss sehr fest sitzen. Vor dem Einlegen der Hebestange wird die Plane längs zusammengefaltet, um beim Ausbreiten ein Chaos zu verhindern. Dann wird die Plane zum Eingang hin über die Stangen gezogen. Wenn der Saum gleichmäßig eine Handbreit über dem Boden zu liegen kommt, ist alles in Ordnung. Wenn nicht, muss man die Plane höher oder tiefer an die Hebestange anbinden. Normalerweise stellen wir unser Tipi nicht nur wie hier auf einem Council auf, wo uns ein Platz zugewiesen wird, sondern wir können uns einen idealen Platz aussuchen. Baumwolle muss, wenn sie lange halten soll, immer wieder durchtrocknen. Dazu sollte das Tipi an einem schattenfreien Ort stehen. Am besten wird es viel bewohnt und dadurch durch das Feuer, das zum Heizen oder Kochen entfacht wird, von innen her durchtrocknet. Rauch imprägniert. Und deshalb ist es wichtig, das Tipi vor dem Anbringen des Linings sehr gut durch ein Schwelfeuer mit harzigem, frischem Holz auszuräuchern. Wohlriechende und heilende Kräuter und entsprechende Zeremonien machen das Tipi zusätzlich zu einem besonderen Ort. Aus der alten Zeit ist überliefert, dass der Eingang des Tipis immer nach Osten gerichtet wird, damit die aufgehende Sonne in das Zelt scheinen kann, um es mit ihrer Lebenskraft zu füllen. In unseren Breiten kommt der Wind meistens aus westlicher Richtung und das ist ein guter Grund mehr, den Eingang und somit die Rauchklappenöffnung nach Osten zu richten. Als nächstes werden die beiden Planenseiten miteinander verbunden. Man tut sich dabei etwas leichter, wenn man zuerst die Schnur unterhalb der Rauchklappen verknotet. Wenn diese Schnur fehlt, wird man sie mit Sicherheit vor dem nächsten Aufbau anbringen, um sich unnötige Fummelei zu ersparen. Wenn man für diese Arbeit niemanden hat, der einen hochhebt, kann man sich auf alles stellen, was einen größer macht, nur nicht auf eine einteilige Leiter. Die Pins für den Verschluss können aus entrindetem Holz sein, bemalt oder unbemalt,
oder aus Horn oder Knochen, vorzugsweise aus Rippen mittelgroßer Tiere. Die Löcher am Planenverschluss müssen gut gesäumt sein. Das kann man auch mit farbigem Garn oder mit Leder machen. Mit dem letzten Pin über dem Eingang wird die Türklappe unseres Tipis eingehängt. Einstweilen hängt man die Klappe nach oben oder rollt sie ein. Dann schließt man die Plane am unteren Rand mit zwei weiteren Pins. Von dir auf 10. Erst wenn die Tipi-Haut verschlossen ist, werden die Stangen, die wir in das Dreibein gelegt haben, so gerichtet, dass sie gleichmäßig anliegen. Damit das Tipi nicht irgendwann wie ein Zebra aussieht, rücken wir die Stangen immer an dieselbe Stelle. Endlich können wir die Tipi-Haut mit Heringen am Boden befestigen. Wenn man die Heringe in die Schnur oder Schlaufe dreht, geben sie einen besseren Halt. Erst das Lining macht ein Tipi gemütlich. Das Lining hält den Innenraum zugfrei und trocken. Es besteht aus dem Tautuch, das entlang der Außenhaut angebunden wird, und dem Regenschutz, der wie ein Himmel über den Innenraum gespannt ist. Das Tautuch ist außerdem ein Sichtschutz, wenn nachts ein Feuer im Tipi brennt. Und es verstärkt die Kaminwirkung und damit den Rauchabzug. Das Tautuch breiten wir so auf dem Boden aus, dass wir am Eingang mit dem Anpflocken beginnen können. Man kann es auch an die Enden der Stangen binden, aber das setzt voraus, dass beim Herstellen und Aufbauen sehr genau gearbeitet wird. Das Tautuch ist nicht dem Wind ausgesetzt und deshalb genügen kleinere Heringe zur Befestigung. Auch die kann man schön beschnitzen oder bemalen. Hier zeigt es sich als sehr hilfreich, wenn man nicht alles alleine machen muss. Der untere Rand des Tautuchs sollte gut gespannt befestigt werden. Und mit etwas Übung gelingt es auch, dass die Enden gleichmäßig mit dem Eingang abschließen. Auch hier gibt es verschiedene Arten, Bänder, Schlaufen oder Schnüre anzubringen. Wenn man einen Kieselstein einbindet, kann man die Anbindestelle sehr einfach variieren. Aber diese Methode belastet den Stoff bei Feuchtigkeit mehr als andere. Wir binden das Tautuch jetzt hoch und bringen dafür zuerst in der richtigen Höhe, die wir mit der Breite des Tautuchs bestimmen, die Tautuchschnur an. Wenn wir an der Tipi-Stange zwei fingerdicke Rundhölzer mit einbinden, kann das Regenwasser, das die Stangen herunterläuft, abfließen und das Lining bleibt trocken. An diese Schnur binden wir die Schlaufen des Tautuchs und auch den Himmel. Wenn wir einen Regenschutz anbringen wollen, verfahren wir genauso wie mit der Tautuchschnur. Es versteht sich von selbst, dass wir zuerst den Regenschutz anbringen müssen und dann erst den Himmel. Den Himmel binden wir an dieselbe Schnur wie das Tautuch. Ein schön bemaltes Lining gibt dem Tipi eine ganz individuelle Note. Damit die Rauchklappen nicht im Wind flattern, binden wir sie mit Schnüren an eine Stange vor dem Eingang. Diese Stange sollte so lang sein, dass man bequem unter den angebundenen Schnüren hindurchgehen kann. Im Innenraum eines Tipis lag das Brennholz meistens links oder rechts neben dem Eingang. Gegenüber lagen die Kochutensilien. Dort wurde auch das Essen zubereitet. Die Feuerstelle war direkt unter dem Rauchloch. Dahinter war der Schlaf- und Sitzplatz des Zeltbesitzers und wieder dahinter der Raum für die heiligen Gegenstände.
Da die Plains-Indianer den Bisonherden folgten, fertigten sie leicht mit dem Pferd zu transportierende Behälter aus Bison- oder Hirschrohhaut. Bisonfelle wurden als Zudecken verwendet. Diese Parflesh genannten Behälter wurden mit stammestypischen Ornamenten bemalt und oft paarweise wie Satteltaschen verwendet. Federschmuck wurde in Rohhautköchern verstaut, wobei kleinere Utensilien und auch Lebensmittel in solchen Taschen Platz fanden. Decken und größere Kleidungsstücke wurden in solchen faltbaren Taschen verstaut. Das ist ein Backrest, das Sofa der Plains-Indianer. Es besteht aus Weidenruten, die zu einer bequemen Rückenlehne zusammengebunden waren und an einem meist beschnitzten Dreibein aufgehängt wurden. Das Tipi der Plains-Indianer ist das perfekte Zuhause eines Nomadenvolkes. Es kann schnell auf- und abgebaut werden, trotz allen Gewalten der Natur, und ist trotzdem nicht nur praktisch, sondern auch kunstvoll und ein Relikt einer uralten Kultur. Ein Tipi ist nicht einfach irgendein Zelt. Ein Tipi spiegelt den Geist und die künstlerische Fertigkeit seines Besitzers wider.